Herzlich willkommen hier im Bergbaustädtchen Herdorf. Ich stehe hier vor dem knappen Saal und hier findet gleich die Orchesterprobe des Bollenbacher Musikvereins statt. Gerne darf ich dafür meine beiden Kollegen vorstellen. Hier zu meiner Rechten den Tobias Trapp und zu meiner Linken den Alexander Trapp. Ja, sagt mal, ihr beide, seid ihr eigentlich verwandt? Ja, Brüder, und ich bin der Jüngere. Ja, du bist jünger, alles klar. Okay, Tobias, dann erzähl mal ganz kurz, wie bist du zu dem Hobby gekommen? Ja, der Alex hat schon vorher angefangen, so 5 Jahre vor mir ungefähr. Und ich habe gehört, ich wollte eigentlich Schlagzeug lernen, aber weil der Alex eine neue Trompete haben wollte, hat er mich überredet, dass ich Trompete lerne. Das heißt, wie lange spielst du jetzt? Trompete seit 30 Jahren und dann... So vor 3, 4 Jahren habe ich mir noch ein Instrument dazu geholt, um mal was Neues zu lernen. Ah, okay. Was ist das? Das ist das Saxophon. Ah, okay. Aber die Instrumente gucken wir uns ja gleich dann nochmal in Ruhe an. Genau. Okay, Alex, ja, ich habe schon gerade gehört, du hast angefangen mit der Musik. Das heißt, du spielst jetzt wie lange? Ja, ungefähr 35 Jahre. Ich habe mit Trompete angefangen. Und wir hatten viele Trompeter nach einer Weile, die viel besser waren als ich. Und dann bin ich auf die Posaune gewechselt. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Instrument meines Herzens ist. Ich wusste es nur vorher nicht. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal hier. Ihr habt schon was aufgebaut, lasst uns mal rübergehen. Wunderbar. Von klein nach groß, würde ich sagen, oder? Ja, die drei Instrumente gehören eigentlich alle zur gleichen Familie, sind nur halt in der Bauart ein bisschen unterschiedlich und von daher klingen die halt auch ein bisschen härter oder weicher. Das hier ist zum Beispiel eine Basstrompete. Klingt genau eine Oktav tiefer als eine normale Trompete. Ist halt ein bisschen mehr roher, ist enger gebogen, enger gewunden alles. Ja. Ja, magst du mal ausprobieren? Ja, sehr gerne. Ach so, wo muss man jetzt? Ja. Und dann die Lippen spannen, als würdest du hm sagen und dann fest reinpusten. Ja, schwer. Wie lange muss man üben, dass man so ein Instrument gut spielen kann? Ich denke mal, so 2, 3 Jahre braucht man schon, bis man in einem Orchester mitspielen kann. Tobi, was hast du anzubieten? Wobei, sorry, aber das Saxophon. Genau. Ja, also neben Trompete, Flügelhorn siehst du hier noch 3 verschiedene Saxophone. Ja. Wo du eben warst, das sind Blechblasinstrumente, also die Königsklasse. Und es gibt halt noch das Fußvolk, das sind die Holzbläser. Die heißen so, weil den Ton erzeugst du halt nicht nur durch deine Lippen, sondern du lässt ein Stück Holz schwingen. Okay. Willst du mal ausprobieren? Gerne. So. Hast du schon mal Blockflöte gespielt? Grandios sogar. Mit den Fingern machst du genau dasselbe am Saxophon. Ja, okay. Und eigentlich, ja genau, die andere Hand, rechte Hand hier runter, linke Hand hier hoch. Ach so, okay, sorry. Wie bei der Blockflöte, kannst du auch so. So, das Ding kommt in den Mund, oben beißt du drauf. Und unten da presst du einfach mit der Lippe ein Stückchen nach oben, ganz sachte, ohne dich umzubringen. Und jetzt gib ihm. Ein bisschen fester zusammen. Ja? Du merkst schon, wenn man das Ding in den Durchzug stellt, dann kommt schon fast ein Ton, ist also deutlich leichter. Ja, Stefan, du hast jetzt 2 Instrumente ausprobiert, hat ja schon funktioniert. Aber so in Wahrheit wählt ja das Instrument seinen Spieler und nicht der Spieler sein Instrument. Ach so. Das müssen wir mal gucken. Das heißt, du meinst also, ich müsste jetzt hier mal schauen. Okay, Trompete, Saxophon. Toll. Ja, ich denke, wir müssen jetzt langsam aufbauen. Das Orchester steht schon in den Startlöchern und... Dann guckst du mal, ob du dich da reinfindest. Ich bin bereit. Okay, okay, ich höre ja schon auf. Sehr schöne Probe hier in Herdorf.
aber die Kollegen haben den Rohdiamanten nicht erkannt. Ich verabschiede mich, gebe zurück ins Theater. Gerlinde, zurück zu dir. Tschüss.